Hier kommen Kenner und Genießer auf ihre Kosten. 4 Tage lang waren die Teichuferanlagen in Neumünster wieder Anziehungspunkt für Weinliebhaber. Regionale Weinhändler und Winzer boten auf der Weinküste ein vielfältiges Angebot an Weinen aus unterschiedlichen Anbaugebieten. Dabei beantworteten die Weinexperten gern alle Fragen rund um Produktion, Lagen und Rebsorten. Wir befinden uns hier an den Teichuferanlagen in Neumünster bei der Weinküste, die parallel zu Nordbau stattfindet, alljährlich in den Septembermonaten. Das ist unsere 9. Weinküste. Wir sprechen immer von der Neuzeit. Es gab schon mal eine Weinküste hier in Neumünster, das ist aber schon lange her. Und wir haben halt die Weinküste wieder in den Teichuferanlagen wieder etabliert, wieder zurückgeholt. Und das war 2011 und seitdem führen wir sie durch als City Management. Wir haben eine sehr große Auswahl an Wein, tatsächlich von der Mosel, von der Nahe, ganz, ganz viele verschiedene österreichische, portugiesische, spanische Weine. Und parallel dazu gibt es aber jede Menge Köstlichkeiten am Fingerfood, wie zum Beispiel Käsespezialitäten, Flammkuchen oder auch Pulled Pork Burger, der wirklich von einer super Qualität zeugt. Wir haben halt hier insgesamt 6 Winzer und mit diesen 6 Winzer kann man wunderbar auch in Kontakt mitbekommen und dann auch das alles über die Weine angeht erfahren. Wir haben tatsächlich heute Abend die Band, die Acoustic Gentlemans aus Neumünster, eine Band. Und wir haben insgesamt auch eine Feuershow nachher, die dann um 20 und 21 Uhr nachher mit stattfindet. Und noch eine kleine Überraschung, wir nennen sie die strahlende Überraschung, die am Samstag bzw. am Freitag immer kommt. Neben den leckeren Weingaumenfreuden gab es auch kulinarische Leckerbissen wie Scampis, argentinische Steaks oder Flammkuchen, sowie gezapftes Bier, leckere Cocktails oder andere erfrischende Getränke. Wir bieten hier ausschließlich deutsche Weine an, die wir auch im Kick-In zu unseren Feiern und Veranstaltungen anbieten. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal den Winzer gewechselt und schauen jetzt mal, ob der genauso gut ankommt wie in den Vorjahren. Es ist eben einfach für Neumünster immer wieder eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Und wir sind sehr, sehr gerne hier, weil man eben auch den Kontakt zu den Kunden hat. Man sieht mal die Kunden in ganz anderer Atmosphäre. Wir freuen uns über das Wetter, hoffen, dass es so bleibt. Das nächste Event findet am 28. September wieder auf dem Kleinflecken, das ist unsere allzeit beliebte Stoffküste, statt. Und am 29. gleich der verkaufsoffene Sonntag mit dem Schwanenrennen und den Oldtimer-Treffen. Wir freuen uns auf alle Besucher auf der Weinküste, aber auch auf alle anderen Events. Wir haben Ende Oktober noch die Schlemmerküste und darauf freuen wir uns auf alle Gäste, auf alle Besucher. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.